Hallo Leute, willkommen zurück zu Crastorio, wo wir letztes Mal Fusionsenergie aufgebaut haben und wir produzieren einige von den Deuterium-Brennstoffzellen, was auch bedeutet, dass wir nicht allzu viel schweres Wasser hier im Tank haben. Denn das meiste wird hier direkt verbraucht. Heute wollen wir uns aber um die neuen Technologiekarten kümmern. Beziehungsweise, bevor wir das machen, brauchen wir, denn wenn wir die hier anschauen, die brauchen die Immersium-Zahnräder und dafür brauchen wir die Immersium-Platten und die müssen wir erstmal herstellen. Drum denke ich, machen wir hier erstmal etwas Platz. Dann hier ein etwas kleines Ofen-Array. Wo wir die aus dem Immersiumpulver die Platten herstellen und da wollen wir mal schauen, was brauchen wir dazu. Hier habe ich das mal so eingestellt, dass wir 14 Öfen haben. Das sollte uns 5 Platten pro Sekunde rausbringen. Sofern wir natürlich genügend Input haben. Aber das Ziel ist ja eigentlich, dass uns etwas übrig bleibt davon. Und hier machen wir das wieder so. Wir brauchen 4, wir stellen 9 her, das heißt, da bleibt uns etwas übrig. Wir brauchen das hier und wir brauchen das hier und das und das. Wir hier auf die wechseln, beziehungsweise könnten eigentlich generell hier mal auf die besseren Maschinen wechseln. Und hier wahrscheinlich auch. Da wollen wir dann wahrscheinlich auch etwas mit Produktivität arbeiten. Denn Immersit ist wahrscheinlich nicht allzu allzu günstig in der Herstellung. Wenn wir jetzt hier auf 3 runtergehen, dann sind wir bei 16 Schmelzen und dann können wir, haben wir Zahnräder. Und vielleicht machen wir etwas mehr Zahnräder, als wir benötigen. Aber ja, also erstmal die Schmelzen hier ranmachen. Und ich meine, wir können das Setup ja eigentlich von hier kopieren.
Das sind 6, 8, 10, 12, 14, 16. Gut. Dann rotieren wir das einmal so. Ganze etwas runter. Dann müssen wir hier das richtige Rezept einstellen. Und da, wie ist das Verhältnis? 6:9. Heißt, wir legen das alles auf ein Band. Ausgang. Das Ganze will mit Strom versorgt werden. Das angeschlossen habe, alles verkehrt rum, zumindest bei den Greifarmen. Aber wir können die ja alle einmal umkehren, keine große Sache. Hier das rote Band, das legen wir nach oben. Hier rüber mit auf den Bus. Und was wir hier wahrscheinlich brauchen, eine Anbieterkiste. Und voilà. Das heißt, den Teil hätten wir eigentlich schon. Jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass wir auch den Rest hinbekommen. Die beiden Dinge, die packen wir auf ein Band. Und wie viel? Da brauchen wir dann 6. Maschinen davon. Wenn wir hier das
Eisen rauf machen. Auf dieser Seite das auf der einen Seite die die Maschinen, die Motoren und auf der anderen Seite die Rohre und die die Zahnräder. Dann bekommen wir das, glaube ich, hin und dann können wir hinter den Motoren die elektrischen Motoren machen. Dann die Batterien, dann die Immersed-Zahnräder und ganz am Ende die Karten. Gut, ich baue das mal zusammen bis zu den Batterien und dann schauen wir, wie das Ganze so aussieht. Wir haben fast alles am Start für die Kärtchen. Hier habe ich etwas umdisponiert, denn hier habe ich ursprünglich mal Beacons vorgesehen. Aber wenn wir das Setup dreimal Produktivität, einmal Speed machen, dann kommen wir mit einer Maschine weniger aus. Und wir bekommen da immer noch genügend Material raus. Hier muss ich natürlich das Band bis ganz nach unten legen. Und dank den langen Untergrundrohren können wir das Schmiermittel von da hinten reinpacken. Alles, was uns jetzt effektiv noch fehlt, ist sind die Basistechnologiekarten und eine langsamere Maschine, die produziert uns genügend schnell die Kupferkabel, die wir brauchen, und dann brauchen wir nur noch eine Montagemaschine für die hier. Wahrscheinlich brauchen wir dann aber hier so ein Greifarm. Da kommt dann Kupfer ran und dann haben wir hier Eisen. Kupfer, da müssen wir wieder mal eine Verteilung machen, denn ich habe von allen Bändern was gezogen und wir wollen ja sicherstellen, dass wir hier dann eine gleichmäßige Verteilung haben. Also Kupfer kommt hier ran, das nehmen wir hier unten raus und Eisen wahrscheinlich vom obersten Band. Brauchen wir nachher auch wieder für Eisen eine schöne Verteilung. Damit alle Bänder gleichmäßig ausgelastet sind. Für die hier, da brauche ich keine Beacons, ich muss sie noch irgendwo auf ein Band rauspacken, wäre wahrscheinlich gut. Und dann den Rest machen wir hier rüber.
Warum kommt kein Eis? Voilà. Ist ganz so weit unten, müssen wir gar nicht hin. Dann brauchen wir das. Wunderbar. Und hier brauchen wir das Rezept. Das heißt hier vielleicht so einen schnellen Greifer. Ah, und hier wollen wir da verbinden. Und sobald wir dann auch von den Zahnrädern haben, dann produzieren wir hier auch die ersten Kärtchen. Sehr gut. Diese Fabriken für die Kärtchen sind nicht so groß wie das, was wir hier oben drüber haben. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass die Herstellung effizienter ist. Zumindest wenn wir nicht mehr Technologiekarten brauchen als eine pro Sekunde. Gut, das heißt, hier müssen wir dann effektiv noch sagen, okay, und dann liefer mir bitte auch die hier. Und das in allen Kisten. Derzeit keine Forschung, weil uns die Weltraumforschung fehlt. Und das ist immer so ein Ding, denn wir stellen nicht genügend Satelliten her. Wir stellen nicht genügend Satelliten her, weil es uns an Solarpanelen mangelt. Und es mangelt uns an Solarpanelen, weil wir typischerweise zu wenig Silikon haben. Behaupte ich mal. Und wenn wir hier unten schauen, Silikon, sieht gar nicht so schlecht aus. Glas haben wir an Lager. Okay, weil was ich gemacht habe, hier oben, ich habe das ein bisschen umgebaut, so dass wir hier mit Belader den Sand reinpacken und den Quarz raus, so dass wir näher rausbekommen, auch mit Produktivität und Speed und was wir sonst noch brauchen. Und hier hinten können wir sehen, da bekommen wir gar keine vollen Bänder mehr raus, weil wir zu wenig Stein reinbekommen. Wahrscheinlich müssen wir hier das Ganze etwas besser verteilen, denn hier haben wir ein Band, das wir nicht brauchen. Das ist das Band, das auf unseren Bus geht. Das ist für unseren Ziegelstein. Ja.
Was ich noch machen sollte, da hinten bei unserem neuen Setup, das ist wahrscheinlich ein paar Luftfilter platzieren. Damit wir da nicht übermäßig Umweltverschmutzung produzieren. Oder nicht mehr als unmittelbar vermieden werden könnte. Das mache ich noch und dann sind wir startklar für mehr Forschung. Aber all das in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss!